wir sind bei den nächsten drei Solo-Drills, die ihr zu Hause machen könnt. Und was wir hier machen ist, ich nenne es so die Mini-Fallschule. Die Mini-Fallschule ist, wir lernen richtig zu fallen, ohne uns zu verletzen. Und ich finde es super, dass wir das auf Parkett machen. Das ist realistisch. Okay? Also wenn ihr hier falsch fallt, dann werdet ihr es auf jeden Fall merken. Aber lieber hier als irgendwo draußen auf der Straße oder so. Die größte Gefahr, wenn ich hinfliege, ist, dass ich mit einem gestreckten Arm runterfalle. Und hier wird es so sein, dass entweder das Handgelenk, der Ellbogen oder das Schultergelenk nachgeben. Okay? Genauso schlimm ist es, wenn ich auch so hier probiere, mich abzuschützen, auf den Ellbogen falle, dann wird es mir auch irgendwo reinfahren. Die erste Variation, die wir machen, ist so hier im Schneidersitz. Ich sitze hier relativ gerade. Meine Hände machen so ein Dreieck nach unten hier. Ich bringe den Kopf leicht drüber und ich falle. Und ich will mich seitlich komplett rund machen und wie so ein Bogen wieder zurückfallen. Selber auf der anderen Seite, die Hand ist hier. Ich werde die Hand nicht groß wegstrecken von mir, sondern sie bleibt relativ nah dran. Und ihr seht, ich nehme die zweite Hand so mit, um wie so einen Kreis zu formen. Wieder eine Minute, links, rechts fallen, zählt, wie oft ihr das sauber hinbekommt. Und dann werden wir probieren, das über die kommenden Tage einfach zu erhöhen. Okay, wir sind bei der Stufe 2 der Fallschule. Wie machen wir es hier in dieser Hockposition hier? Es ist ganz gut, wenn ihr ein bisschen auch diese Hockposition übt für euren Körper, dass ihr einfach hier so ein bisschen mehr Mobility reinbekommt und einfach hier die Flexibilität im Sprunggelenk, im Kniegelenk und im Hüftgelenk. Das, was wir jetzt machen werden, ist wieder, meine Hände sind wieder hier. Ich forme wieder hier so das Dreieck, die Hände sind unten. Und ich will hier wirklich wie so einen Bogen mit meinem Arm machen. Ich bin jetzt ein bisschen höher als wie bei Drill 1. Ich werde den Kopf rübernehmen. Ich falle hin und ich komme wieder zurück auf die Knie. Selber auf der anderen Seite. Und ihr werdet ganz schnell merken beim Umfallen, ihr habt eine Seite, wo es auf jeden Fall besser geht, wo ihr euch sicherer fühlt als die andere. Ich mache es noch zwei, drei Mal. Genau, wir machen es wieder für Zeit. Eine Minute zählt, wie viele Wiederholungen ihr hinbekommt. Und denkt dran, es ist wichtig, wichtiger ist sauber zu machen, als einfach viele zu machen. Okay, Solo-Drill Nummer 3 der kleinen Fallschule. Hier, ich bin komplett hier in dieser Russenhocke hier. Ich bin hier tief, ich probiere hier zu balancieren. Das ist ganz gut für euer Sprunggelenk, dass ihr euch auch angewöhnt, längere Zeit in dieser Position zu bleiben. Gerade wenn ihr Guard passiert und hier tief kämpft, wollt ihr in der Lage sein, euren Körperschwerpunkt möglichst tief zu halten und trotzdem ein gutes Gleichgewicht zu besitzen. Das, was wir jetzt wieder machen, ist wieder die Hand ist wieder in dieser Position. Das ist wichtig, falls ihr das noch nie gemacht habt, macht als erstes Drill 1 und 2, um euch ein bisschen so an diesen Ablauf zu gewöhnen und dann kommt erst zu Level 3. Okay? Level 3 ist so, ich werde jetzt das Gewicht auf ein Bein verlagern, ich kreuze meinen zweiten Fuß und ich werde dann auf diese Seite fallen. Und auch hier, wenn es geht, würde ich wieder zurückkommen aus der gefallenen Position auf die Hocke, dass ich einfach mir das angewöhne, schnell wieder auf die Beine hochzukommen. Dasselbe auf der anderen Seite. Okay. Wichtig ist, immer wenn ihr fallt, denkt da mit der zweiten Hand auch irgendwie euren Kopf zu schützen. Jetzt habt ihr wieder drei Drills. Wir machen wieder 6 Minuten. 6 Minuten, falls ihr wirklich fit seid, könnt ihr auch 12 Minuten machen. Das heißt, jeden Drill jeweils eine Minute und nochmal 15 Sekunden Pause dazwischen. Viel Spaß!